Hallo, grüßt euch aus Dingesbühl. Jo, was ist bei uns diese Woche los? Ganz schön viel. Also hier haben wir heute bekommen einen Malibu, den wir, äh, ich will nicht sagen nahezu, ja, Vollausstattung. Da kommt einiges rein an äh, Heizung, also Dieselheizung, Dieselluftheizung verbauen wir hier, Wechselrichter verbauen wir hier. Um, das wird wieder eine interessante Sache in dem schönen Malibu. Dann haben wir hier auf der Seite noch einen äh, schönen Teil integrierten stehen. Da kommt ein max van rein. Das ist gar nicht mehr so aufregend, weil das ist schon fast täglich Geschäft. Aber jetzt schauen wir mal noch hinter die Werkstatt. Und Drüben auf unserem Platz haben wir ja auch noch etliche stehen, also unter anderem auch ein Detlefs. Der wartet schon sehnsüchtig auf den Ladebooster von WCS. Dann haben wir hier stehen ein wunderschönes Fahrzeug, Knaus. Bitte nicht wundern, wie es hier gerade ein bisschen ausschaut, weil heute war echt ein sehr, sehr busy day. Wird am morgen noch ziemlich, ähm, ja. Oder sagen wir mal eher die ganze Woche. Ihr seht schon, hier haben wir alles aufgerissen. Ähm, hier bekommen wir einen äh, Wechselrichter 1500 Watt mit Netzvorrangschaltung, eine 200 Ampere Stunden Untersitz-Lithiumbatterie, äh, natürlich mit Netzvorrangschaltung, die da hinten reinkommt. Und was wir hier auch noch verbaut haben. Da werde ich jetzt mit euch mal auf Tauchstation gehen. Zwar eine Dieselluftheizung, die ihr seht. Nein, noch nicht. Aber jetzt, die haben wir hier in ein wunderschönes Gehäuse gepackt, wie ihr seht. Schönes Edelstahlgehäuse, dann hier die Auspuffanlage verlegt. Die haben wir dann hier rübergelegt. Genau. Das wird natürlich dementsprechend noch alles isoliert. Dann haben wir hier oben den Zuluft dementsprechend ähm, Zuluftschrau verlegt, den seht ihr hier. Na, wo bin ich? Hier, hier, hier. Genau, hier. Und dann hängen da noch Kabel, da muss jetzt nur die Elektrik fertig gemacht werden. Innen drin haben wir schon die ganze Lüftung angeschlossen. Das wurde auch schon alles erledigt. Ähm, da haben wir nämlich eine spezielle Lüftung gemacht. Da haben wir einen Teil von der Druma weggemacht. Und hier an die linke Seite, dementsprechend die ganze Küchenseite bis hier vor, haben wir da ran gemacht. Und das haben wir da unten neue Abzweige gelegt und so weiter. Also eine ganz wilde Geschichte. Wenn wir fertig sind, schaut das natürlich wieder super aus. Und dann kommt hier noch ein Umbau von Druck auf äh, von Tauch auf Druckpumpe. Das haben wir in dem Fahrzeug. Also da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber ich denke, da sind wir heute schon ziemlich weit kommen. und da wird auch morgen wieder einiges passieren in dem hübschen Knaus. Hier haben wir unseren Francia, den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Was passiert hier? Beziehungsweise was ist hier alles passiert? Weil da sind wir jetzt fertig. Ähm, der ist schon sauber rausgewienert. Ähm, hier haben wir ja den großen Umbau gemacht mit der ganzen Elektrik. Ähm, bitte nicht wundern. Hier müssen noch die Batterien aufgeladen werden. Da sind wir gerade dabei, bevor wir die natürlich parallel zusammenschließen hier. Müssen jetzt einfach nur noch die Batterien dementsprechend äh, beladen werden und dann wird es alles noch morgen früh verkabelt und dann ist fertig. Hier haben wir die ganze Elektrik verlegt. Ähm, ging hier aus Platzgründen natürlich nicht anders. Das haben wir hier einigermaßen sauber hierher gelegt. Natürlich muss man immer mit den gegebenen Umständen kämpfen, aber ich glaube, das lässt sich sehen. Natürlich Batteriehauptschalter. hauptschalter Zwei Verteiler, Plus- und Masseverteiler, smart Hand, damit man das alles abrufen kann. Dann haben wir hier hinten ja nur den EBL-Block und den kleinen hübschen Wechselrichter hier. Und zweimal 150 Amperestunden, da haben wir dann nur extra Batteriehalterung angefertigt, damit das alles sauber sitzt. Also auch das ist hiermit somit. Erledigt und dann haben wir hier natürlich noch den max verbaut. Auch den haben wir hier schön sauber reintrapiert, damit es sauber ausschaut. Mit LED, die natürlich jetzt nicht geht, weil die Batterie nicht angeschlossen ist. Ähm, da müssen wir warten, bis die Batterien dementsprechend drin sind. Äh, tolle Geschichte. Die Anlage ist ja schon da. Und dann ist das Auto auch schon wieder hoppala durch. Jo, und dann fahren wir morgen früh gleich den Wagen von den Malibu rein und fangen da an. Und dann, wenn der Knaus da drüben fertig ist, kommt ein Deadlifts rein äh, auf Mercedes-Basis, wo wir auch einen großen Umbau machen mit Wechselrichter und wie angekündigt mit. Äh, Ladebooster und Allen Schissla Weng, was nicht alles so dazu hat Also äh, richtig tolle Umbauten haben wir die Woche im Programm. Da freuen wir uns drauf. Ähm, eine kleine Aufklärung, bin ich euch nur schuldig, bezüglich ähm, der klimmenden LEDs im Weinsberg. Wenn, falls ihr mein Kanal verfolgt, dann habe ich ja die Frage reingestellt, warum, wenn die, wenn der Wechselrichter an ist, warum über dem Bett die 12 Volt LEDs geglimmt haben. Ich kann es euch sagen, ähm, wir müssen da natürlich die Schuld auf uns nehmen, haben wir aber gleich korrigiert, weil hier dieser Anschluss gefehlt hat. Das heißt hier ist ein Masseanschluss und wenn man das Gehäuse dementsprechend äh, dem Punkt nicht auf Masse setzt, dann kann sowas passieren. In der Regel ist es nicht äh, groß oder, oder passiert es nicht, aber in dem Fall ist es passiert und äh, da musste man natürlich das Kabel noch nachziehen und dann war das alles erledigt. Und dann haben auch die LED wieder einmal frei, so wie sie funktionieren sollten, funktionieren. Ja, ich sage es ja immer, wo Menschen arbeiten, passieren auch mal kleine Fehler. Aber das haben wir ausgeräumt, das haben wir natürlich sofort ausgematzt und jetzt passt wieder alles. Jo, perfekt, soweit, einfach nur ein kleines Infovideo, was wir die Woche alles machen. Wenn wir ein Stück weiter sind, dann zeige ich euch natürlich wieder mehr, nehme euch wieder mit, ganz klar, ähm, aktuell. Müssen wir natürlich auch schauen, da ist immer zum Filmen immer schwierig tagsüber, weil hier richtig wirklich was los ist, wenn die ganzen äh, mittlerweile äh, dreieinhalb bis vier Mitarbeiter rumrennen. Also da ist richtig was geboten. Und mal schauen, vielleicht werden wir auch nochmal einen dazuholen und äh, hier nochmal verstärken. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir so platztechnisch alles unterkriegen. Ähm, aber das wird. So, in dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Ganz liebe Grüße aus Dingesbühl und bleibt mal alle gesund. Viel Spaß, wenn ihr unterwegs seid, Pfingsten. Ich nehme an, das wird bald soweit sein oder einige von euch, wenn ihr Pfingsten schon loslegen, dürfen wir ja schon, sind ja schon einige Campingplätze offen. Und Darauf vielleicht eine kleine Erinnerung, was uns immer sehr freuen würde, wenn uns jemand äh, an dem Kanal folgt. Dann äh, wartet ihr vielleicht auch schon mal auf unserer Homepage und wir haben da so einen kleinen Reiseblock. Ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch natürlich gerne äh, mit einem Bild und vielleicht drei, vier Zeilen an dem Reiseblock beteiligen und einen kleinen Bericht reinschreiben. Da wird man uns unheimlich darüber freuen. Dass auch dieser Teil unserer Homepage einen kleinen Wachstum kriegt. Also das wäre eine ganz tolle Sache. So, liebe Leute, ähm, hier mal die Fortsetzung von unserem Knaus. Ähm, ja, was haben wir hier gemacht heute? Also die Aufgabenstellung war ja hier, hier ganz einfach. Ähm, ursprünglich Lithium, natürlich haben wir die hier reingemacht. Wechselrichter, ähm, Ladebooster, Solarregler. Und so weiter, Netzumschaltung und das haben wir hier auch dementsprechend alles äh, berücksichtigt und auch äh, vorgesehen. Bitte nicht wundern, hier schaut es nur ein bisschen aus, weil das ist, ich sage es jetzt einfach mal so, unsere kleine Chaos-Baustelle. Warum? Weil hier wieder mal so unerwartete Schwierigkeiten auftauchen. Also zum einen haben wir hier ja die ganze 230 Volt Verteilung. Hier haben wir die Netzvorrangschaltung. Hier haben wir den MPPT-Regler, weil der alte, der drin war, war kein MPPT, sondern das war nur ein normaler Solarregler. Der Kunde wollte einen MPPT, den haben wir ausgetauscht und ähm, dementsprechend natürlich auch mit Bluetooth-Schnittstelle, damit man hier auch dementsprechend alles abrufen kann. Ähm, hier wird es eh nur ein bisschen verändert, weil hier kommt noch die Druckpumpe von Lilie rein damit wir da dementsprechend auch äh, mal Druck auf der Leitung haben und die Tauchpumpe wird entsorgt. So, jetzt mussten wir aber von der Netzvorrangschaltung hier einmal quer durch, durch den Boden durch, hier rüber und dann zum Wechselrichter. Das, Leute, war gar nicht so einfach, weil hier in dem Boden, äh, ich mache hier mal ein bisschen, wupp, hier in dem Boden entlang ist ein Kabelkanal und ein Brett komplett durch und einmal hier durch. Leute, Leute, ich sag's euch, bis sie da durch war, das waren wieder etliche Stunden, wo da drauf gehen. Es ist nämlich gar nicht so einfach. Der Boden ging nicht raus. Und dann tut man mit Drähtchen und Zeug sich hier durchwühlen, also ich kann euch sagen, es ist echt ein Wahnsinnsekt. Und dann müssen man natürlich hier noch hoch hier entlang. Durch den ganzen Hängeschrank da hinten durch. Warum? Weil wir hier hinten unsere 230 Volt Verteilung haben. Also auch hier ein riesen Kabelgedönse. Ähm, hier seht ihr es noch, hier hängen sie noch, ist noch alles offen, das wird wieder alles schön zugmacht. Klar, es wird alles noch schick gemacht, überhaupt kein Thema. Also nicht wundern, ähm, wir sind hier nur mitten am Tun. Wir haben jetzt äh, 11 Uhr, 23 Uhr. Ich habe bis jetzt nur so weit äh, weitergemacht, damit wir morgen da noch ein bisschen vorwärts kommen. Ähm, das Auto muss unbedingt fertig werden. Äh, da haben wir noch einiges zu tun. Hier müssen wir noch einen Hauptschalter verbauen. Drum nicht wundern, das ist alles provisorisch. Hier kommt noch ein Hauptschalter her, der von vorne bedienbar ist. Und dann wird gleichzeitig noch eine Batteriehalterung angefertigt. Warum fertigen wir die an? Ja, das sind wieder eine Stunde mehr. Aber... Ich möchte keine Bänder drin haben. Die Bänder sind Katastrophe, die zott man zwar fest, aber da sind so viele Vibrationen bei so einem Fahrzeug, wenn sich das Band einmal löst, die Batterie locker wird und man hat wirklich mal einen Aufprall, Aufprallunfall, das Ding schießt da durch und ich bin da kein Freund davon. Also bei mir im Hause gibt es keine Bänder, keine Zubänder, keine Bänder. Wir machen hier anständige Batteriehalterung. Das wird mit Winkelbleche, Alubleche dementsprechend alles geformt, angepasst auf jede Situation und dann sitzt das Ding so bombenfest und wird fix verschraubt, dass da definitiv nichts passieren kann. Das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium, genauso wie eine saubere Arbeit ein wichtiges Kriterium ist. Das, das ist einfach ein Muss. Da, Dieselheizung haben wir ja schon durch. Da haben wir hier wieder unseren Tankennehmer, darum ist hier nur offen. Ähm, offen ist immer noch, solange äh, das Thema noch nicht abgeschlossen ist, weil falls wir nochmal ran müssen, ähm, dass wir da noch was <laughs> tun können. Und ja, da denke ich, werden wir morgen ziemlich durchkommen. Das Gröbste ist jetzt eigentlich einigermaßen durch. Die Einteilung passt, die Kabel liegen alle. Jetzt müssen wir alles noch verklemmen, schön machen und sortieren, Hauptschalter einsetzen und dann sind wir hier eigentlich einigermaßen durch. Jo, und dann geht's weiter äh, parallel dazu mit dem Fahrzeug hier, einem schönen Malibu. Kastenwagen, tolles Fahrzeug, gefällt mir unwahrscheinlich schön. Äh, gefällt mir unwahrscheinlich schön, gefällt mir unwahrscheinlich gut. Ähm, Jo, was haben wir hier? Wupp, ihr seht schon, etliches an Equipment ausgebaut und hier liegt auch schon alles vorbereitet. Was kriegt der? Dieselheizung kriegt der, 2 kW 1500 Watt Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung, Lithiumbatterie, ähm, Kühlschranklüfter und 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 etliches mehr. Ähm, jo, da haben wir schon alles vorbereitet. Soweit äh, wir müssen hier leider Gottes wieder einiges ändern. Warum müssen wir wieder eigentlich es ändern? Weil ich habe hier wieder aufgemacht und Solarregler in die Hand genommen. Da sind dann hier schon wieder die Kabel rauskommen. Also ihr seht Katastrophe. Das ist einfach so zwamm, gezwirbelt und dann hier reingesteckt. Ähm, Leute, ganz ehrlich. Also diejenigen, die dafür Geld nehmen, äh, sollten sie echt einmal überlegen, ob das alles noch fair ist und ob sie selber eigentlich so eine Arbeit auch noch. Haben möchten. Also hat der Solarregler hier mit, mit Klettband dahin gepappt. Ähm, das sind doch Geräte, die kosten einen Haufen Geld. Da sind ein Haufen Vibrationen dran. Das muss doch alles ordentlich sauber befestigt werden. Dann äh, waren hier Gelbatterien verbaut. Eine war hier verbaut, eine war da drüben verbaut. Ähm, dann hat man hier dementsprechend den Temperatursensor von dem Solarregler zwar angeklemmt. Aber das hilft doch nichts, wenn ich ihn dann einfach mit Kabelbinder da festmache und einfach hierher hänge. Der gehört doch dann auf die Batterie und zwar auf den Minuspol. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich kriege das nicht auf die Reihe. Also, das sind so, so Sachen, wo ich mir immer denke: Leute, was, was, was soll das? Was, warum klemmt er den dann überhaupt an? Also, äh, und auch hier 25.000 Meter Kabel. Also, ja. Egal, also jedenfalls, wenn wir das jetzt alles schick machen, auch äh, ähm, dementsprechend wieder sauber verbauen. Und ähm, dann wird hier die Lithium-Batterie eingepasst. Da drüben wird der Wechselrichter, wenn es geht, eingepasst. Und dann äh, müssen wir saubere Netzvorrangschaltung machen und äh, das alles wieder sauber verdrahten, verkabeln. Und dann läuft die Bude wieder. Hier kriegen wir einen Auslass... Äh, hier in den Raum rein. Hier machen wir einen Auslass hier in die Mitte rein, damit wir die Kaltbrücke dementsprechend von der Front ein bisschen eindämmen. Und das ist eigentlich eine super Sache, das ganze Thema. Was wir auch noch verbauen, ist ein ähm, Sog. Den bauen wir auch noch rein. Das kriegen wir auch noch hin. Und ja, dann müsste man eigentlich alles durch haben. Ich schaue gerade, ob ich was vergessen habe. Uh, nee, uh, tata, Smart Control, Dieselheizung, Gasfilter, ja gut, das ist nicht so dramatisch. Und noch ein paar Kleinigkeiten. Uh, der Grundriss von dem Fahrzeug ist sehr schön, der gefällt mir sehr, sehr gut. Also den zeige ich euch das nächste Mal mehr, jetzt ist schon spät. Uh, aber das machen wir auch parallel dazu. Uh, ja, da sind wir auch schon mittendrin und dabei, wie ihr seht. Dann haben wir heute hier eine kleine Lieferung gekriegt von der Firma WCS, müssen Sie sagen. Dann stehen hier nur ein paar Module, die wir noch gekriegt haben. Die müssen wir morgen noch auspacken und dementsprechend verräumen. Sind alle schon wieder verplant. Dann haben wir auch die ersten Ladebooster schon da. Da werden wir mal gucken, ob wir einen müssen wir nächste Woche gleich montieren da hole ich euch auf alle Fälle wieder dazu und um dass ich euch das zeige. So, jetzt ist aber Feierabend für mich. Ich mache jetzt hier die Lichter aus, jetzt reicht es mal. Morgen früh geht es wieder weiter. In dem Sinn, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich über einen Daumen nach oben. Mal wieder was aus unserer Werkstatt. Und ich zeige euch auf alle Fälle, wenn die Autos äh, ins Finish gehen, da hole ich euch wieder dazu. Bis dahin bleibt's gesund und vielen Dank für die vielen Abos. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann einfach den Abo-Button drücken. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ähm, ja, bis dahin alles Gute, schöne Grüße aus Dingespül und bis bald, tschüss.